Yay! So, und wir machen jetzt einen Ausflug. Wir gehen ganz kurz raus. Also, hallo liebe Leute, heute ist Sonntag. Und ich habe jetzt gerade geschnitten und wir haben den Vormittag schon verbracht. Hier gibt es ein bisschen Theater, ist ein bisschen Unmut hier. Och, Blumen möchte nicht raus. Das ist schade. Wir wollten eine Runde laufen, jetzt einfach noch. Ja, Sadi ist schon rein. Nur eine kleine Sonntagsinfo. Und ja, danach gibt es wieder was zu essen und wir machen ganz ruhig heute. Also, jetzt erstmal raus und gucken wir mal, was uns da alles Schönes passiert. Die ganzen Zombies da draußen. So, wir sind wieder zurück vom Spaziergang. Und ich habe hier, bin jetzt schon wieder hier beim nächsten, beim Fotografieren. Ich habe nämlich ein paar russische Orden gekauft. Habe ich ja, glaube ich, auch gesagt, den einen Tag. Und die, das ist ja nur überhaupt nicht meins, überhaupt nicht mein Gebiet. Doch. Und die verkaufe ich jetzt natürlich gleich weiter, die reiche ich einfach durch, sozusagen. Dafür mache ich jetzt erstmal Foto. Heutzutage läuft ja alles nur noch über Foto, jetzt tatsächlich. DDR, DDR, DDR. Weißt du, bei welchem waren der jetzt? Bei dem? Oder war der bei dem? Und diese drei DDR-Orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Stück sind es. 11 Stück, dann passt doch. 11 Stück und ein Foto so. Das waren die ersten Bilder. Dann muss ich heute noch ein bisschen. Ich muss ja auch ein bisschen was einstellen. Ich muss ja auch ein bisschen was verdienen. Kann ich einfach nur mal Geld raushauen. Was ist das nächste? What's next? Ich mache heute die Orden fertig und dann ist gut. Dann haben wir hier noch einen schönen Orden. Endeavor. Das ganze russische Programm hier. Das langweilige Fotos machen, das wartet jetzt. Jetzt gehen wir mal rüber und schauen mal, was da los ist. Okay, die Leute, damit ihr heute noch ein vernünftiges Video habt oder so, mache ich das jetzt für euch hier. In meiner Freizeit. Ja. Und zwar habe ich ja den einen Tag hier so ein Rennrad da gehabt oder so ein Fixie, so ein Billigding von Create und da war so eine, da war das Vorderrad kaputt, die Lager. Die habe ich ausgetauscht und habe dann neue bestellt. Die sind jetzt gekommen gestern und jetzt baue ich die hier ein. Die alten habe ich ausgedrückt, also sind rausgeschlagen. Habt ihr ja auch gesehen, glaube ich. Ich glaube, das war alles in den Blocks immer mit drin, den letzten. Und seitdem stand es bei mir auf der Werkbank und ich wollte es einfach nicht wegwerfen. Weil eigentlich ist es ja gut. Bremsflanken sind gut erhalten. Die ist auch nur ganz hier oben. Ja, nicht, dass man denkt, dass hier, ist ja schon so abgebremst. Nee, hier oben, die ist noch okay. Also gut erhalten ist übertrieben. Es ist ja jetzt auch nicht teurer. Aber im Grunde genommen geht es ja nur um den Narbenkörper, den wir dann letztlich jetzt mit guten, sehr guten Lagern ausstatten werden. Und dadurch wertiger machen, als es jemals war. Dafür habe ich Lager bestellt und ich hoffe, die passen hier überhaupt rein. Wenn nicht, habe ich nämlich Pech gehabt. Schauen wir mal so. Also diese hier habe ich gestern sogar schon mal gezeigt. Enduro Lager. Das sind die Lager. Und da müssen sie drin. Das sieht gut aus. Erstmal. Es sieht aus, als könnte das passen. Dann fangen wir mal an. Ich brauche hier einmal diese pure Achse und dieses wunderschöne Lager. Einmal haben wir. Und den er maximal festrotten war. Der kann ja auch nicht sein. Also Achse pur. Erstmal die ganzen Befestigungsmütterchen hier ab und so. Achse pur. Das ist entscheidend. Dreht butterweich. Das ist der Hammer. Gut, haben wir.
So, Lager 1. Ich habe jetzt hier mir einen Gummihammer mitgebracht. Ich hoffe, das ist legitim auch so. Ganz vorsichtig reingehämmert. Ja, das geht. So ein Gummihammer geht das. Achse durch und dann die andere Seite. Und als nächstes, wenn man wirklich schön haben will, sprecht man halt aus, säubert die Narbenkörper, sprecht neu ein in eine gute Felge und dann hat man ein schönes Laufrad. Okay, haben wir, habt ihr ja gesehen, mit wenig Gewalt jetzt auf alle Fälle. Ja, es ist ganz simpel, das war der Lagertausch eigentlich schon, weil jetzt kommt nur noch die Verschraubung hier ran. Dann wird das Ganze zusammengezogen und das war's. Und dann mit der Hand vordrehen, jetzt einmal kontern. Einmal pop. Na, läuft super. Und jetzt wird nur noch gekontert, dass die sich nicht mehr aufdreht, sozusagen. Und das war's. Und ihr habt ein Laufrad gerettet. Im Grunde genommen ist es das. Und aufgewertet. Um ein Vielfaches. Wie gesagt, die Lager gibt es auch für ab 1,90 Euro bei Kugellager.de oder sowas. Ist jetzt auch nicht, aber 1, 2, 3 Kugellager. Verbrannt. Zack. War. Greift wunderschön ineinander. Zack. Und zack. Sehr gut, fertig. Schaut mal, wie schön das läuft. Wunderbar, so muss das sein. Und schon sind wir fertig. Diese oder Ausfallscheibe, die kann man sich natürlich sparen. Nimmt man eine normale Unterlagscheibe, das tut es auch. Und wenn die Achse ein bisschen hochwertiger wäre, das wäre natürlich auch toll, ist aber nicht. Wir haben jetzt aufgewertet, was wir aufwerten können. Wie gesagt, Speichen könnten dann noch neu, Felge neu, weil Blau ist schon sehr speziell. Also mit blauer Narbe lässt sich das schon okay verkaufen, aber ja, besser ist halt, wenn man dann vernünftige Felge noch Felgenring drin hat. Einen einfachen, neutraleren. Silber, wenigstens oder so. Gut, das war's. Ultra kurz Video auf alle Fälle. Wir sehen uns dann morgen wieder. Also, macht es gut. Bis dann. Gute Nacht. Bleibt gesund. Daumen hoch.